Hallo Slotblock-Freunde, es ist Samstag, es ist Renntag. Die Gruppe 245 ist zu Gast in Wendelstein bei der Slot Connection. Interview habt ihr ja schon gesehen mit dem Peter, dem Organisator der Gruppe 245 Rennserie. Wir stehen jetzt hier vor der Tür, ich nehme euch gleich mit rein. Wir schauen uns jetzt mal an, was läuft. Es ist 10.34 Uhr, Rennen beginnen Nachmittag, jetzt ist noch Training, die Leute werden ihre Reifen schleifen und die technische Abnahme wird dann um 11 Uhr sein, zeige ich euch, Mittagessen, da schauen wir auch mal kurz vorbei und am Nachmittag beginnen die Rennen, wir begleiten den ganzen Tag mit der Kamera, also kommt mit rein. So, hier laufen aktuell noch die Trainings, technische Abnahme wird auf der Seite vorbereitet und hier auf meiner linken Seite, da sehen wir die Bahn, Carrera-Schiene, sechsspurig, analog 20 Volt auf der Bahn. Und hier findet gerade noch aktuell das Training statt. Letzte Möglichkeit, vorm Rennen das Auto zu testen und noch zu optimieren. Wenn gemerkt wird, dass irgendwas nicht passt mit den Autos, dann geht es rüber in den Schrauberraum. Da gehen wir jetzt gleich noch hin. Dort sitzen die Fahrer in der Boxengasse sozusagen und bearbeiten noch ihr Auto. Man hört schon von außen das typische Geräusch, wenn man zu einem Slotcar-Rennen kommt. Ihr hört es, ich bin mal kurz ruhig. Das Geräusch, das ihr hört, kommt von den Reifenschleifmaschinen. Und ihr seht, dass jeder noch mit den Reifen hauptsächlich beschäftigt ist. Wir schauen einfach mal kurz rum, was hier so getrieben wird. Hier sehen wir, dass der Reifen hochpoliert wird. Und natürlich, wir haben ja drei Rennklassen, muss ich dann drei Paare hochpolieren, um dann für das Rennen vorbereitet zu sein. Man sieht, dass es jetzt nicht nur einer, der die Reifen schleift, sondern es sind eigentlich alle. Das ist die letzte Möglichkeit. 11 Uhr ist technische Abnahme. Nach der Abnahme darf das Auto dann nicht mehr bearbeitet werden. Deswegen jetzt auch hier die hohe Frequenz im Schrauberraum. Wir gehen mal weiter in den Raum, der jetzt wahrscheinlich sehr leer ist, in die Küche. Dort wird Mittag erst Hochbetrieb sein. Jetzt schauen wir mal rein. So, man sieht die Küche hier, unser Gastrobereich in der Slot Connection ist komplett leer. Keiner hat Zeit, jetzt ist alles unter Hochdruck am Reifenschleifen. Ich wollte jetzt da natürlich keinen stören, aber ich habe es euch gezeigt, dass die beschäftigt sind. Hier in der kleinen Küche, da wird dann Mittagessen rausgezaubert. Ich glaube, es gibt Krustenbraten und Gulasch. Aus der kleinen Küche werden dann alle, ja, ich denke, da sind über 20 Leute hier im Raum, versorgt. Im Moment Kaffee, es gibt Brezen, Weißwurstfrühstück natürlich bei uns in Bayern. Haben die schon alle hinter sich und wir schauen jetzt einfach, was noch an dem Tag passiert. So, ihr kennt ihn vom Interview aus dem letzten Video. Peter, guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Gestresst? Oh, alles scheiß gut? Nacht gehabt. Habe ich das gemacht? Ah, vergiss es. Also wenig Schlaf. Mir ist sehr wenig Schlaf. Okay. Wir sind bis auf die Zimmer bis um 2:30 oder was sind wir da noch gehockt. Ja, und um 8:30 waren wir schon wieder hier an der Bahn. Also sehr kurze Nacht. Okay, aber konsequent trainiert? Konsequent gestern gut. Abend bis um 10:30 sind wir an der Bahn gestanden. Gut, das hast du ja angekündigt. Du hast ja erklärt, wie du vorgehst im Training. Und jetzt steht hier das Ergebnis. Du hast ja gesagt, für die, die jetzt das Interview noch nicht gesehen haben, du fährst das Training und entscheidest da, welches Auto heute oder welche Autos in den verschiedenen Klassen zum Einsatz kommen. Genau. Warum ist jetzt die Auswahl auf diese drei Autos gefallen? Ja, doofer Zufall wird eine BMW-Staffel. fangen wir mit der Gruppe 2 an. Das ist mein Gardeteil. Also der ist, fahre ich fast immer. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber der BMW, der geht wie Hölle. Zufrieden, habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Reifen gehabt, da waren ein bisschen Einschlüsse mit drinnen, das musste man dann kleiner schleifen, alles hingekriegt. Mhm. Der M1 ist es worden, weil der hier gerade in Wendelstein, durch das, dass ihr so hackige Kurven habt, der liegt sanfter, also der geht mir weniger mit dem Heck weg. Mhm. Und dadurch kann ich schöner, sauber, konsequenter und, naja, schnell nicht, aber relativ schnell unterwegs gewesen sein. Und beim 320 Turbo beim Gruppe 5, ja, da habe ich mich komplett verhauen, verspekuliert. Ich wollte eigentlich mit dem 35er CSL fahren, mit Licht, mhm. Immer schön raus. Aber irgendwie habe ich den gestern total liegen lassen und hat nicht geklappt. Und jetzt habe ich mich halt auf den konzentriert und der ist es worden. Noch dazu, weil der ja jetzt hat, jetzt ganz neu noch einen gummigelagerten Heckspoiler hat, falls ich mal wirklich abfliegen sollte, was ich nicht hoffe, dass ich dann keinen Bruch habe. Okay, du hast jetzt gesagt, du fährst gut mit den Autos, bist unterwegs, aber nicht schnell. Was bedeutet das? Wie waren die Rundenzeiten jetzt im Training? Gestern Abend haben wir ja erst den PU-Grip auf die Bahn fahren müssen. Ja. Das heißt fahren, wieder heim auf der Bahn halt auch. Und ich habe gestern, bin ich runtergekommen bis 9,6, war so die Bestzeiten, konnte mich aber konstant auf 9,7 einschießen. Mhm. Das war so
quer, so ein bisschen mal schneller, mal ein bisschen besser, wie ich halt Reifenschleifen hinbekomme. Dann haben die Schleifer nachgelassen und. Da geht es halt wie immer um ein Zehntel. Und heute Vormittag, die letzten Zeit, habe ich dann nochmal in aller Ruhe die Reifen nochmal gemacht und konnte mich dann bis auf 9,3, 9,4 runterarbeiten. Mhm. Ja, wir fahren 6 Spuren, die Außenspuren in Wendelstein. Ja. Mein Horror. Da muss man durch. Da muss man durch. Das Problem, es haben alle diese Außenspuren. Insofern ist meine Hoffnung, dass die anderen genauso viele Probleme haben wie ich. Hat funktioniert. Wie gesagt, 9,3. Man muss aber auch dazu sagen, gestern Abend sind der ein oder andere, speziell der aktuelle Meister, der Meister davor. Und davor ist dieselbe Person. Ist gestern 8889 gefahren, in der zweiten, dritten Runde. Also da ist mir sofort der Regler aus der Hand gefallen. Ja. Okay, no way, keine Chance. Ja, das sind natürlich Fabelzeiten. Wahnsinn. Ja. Und denkst du, dass man solche Zeiten konstant in einem Rennen fahren kann? Oder sind es Rundenzeiten, die jetzt mit absolut perfekt polierten Reifen einfach im Training sind, zweimal vorkommen und dann baut der Reifen wieder ab? Sag mal so, es sind ja die Komponente, die sich während dem Rennen verändert, die 4 Minuten pro Spur. Am Anfang hast du natürlich super Grip, bist aber noch nicht im Flow drinnen. Ja. Dann kommst du im Flow rein, lässt aber langsam der Grip nach. Schleifer werden langsam dreck. Also das ist so, du musst dich daran arbeiten in den 4 Minuten auf der Spur. Der eine schnafft schneller, der andere schnafft langsamer. Noch dazu, durch das, dass wir 2 Spuren springen, kommst du von einer Außenspur zu einer Innenspur und dann von einer Mittelspur zu einer wieder Außenspur. Ja. Also wir werden sehen, wie es läuft. Auf deutsches Training ist immer was anderes als das Rennen dann. Ganz anders. Ja. Da, dieser hier, nervös, dann stehst du am Regler und dann geht er da so, je nach, es geht um nichts, es geht nicht nur um eine goldene Zitrone. Ah, ja, so kann man es nicht sagen, es geht um alles, wenn man in der Bahn steht. Keine Preisgebung, Gott, das ist nur so. Effektiv, wenn du Meister bist, bist du Meister und dann war es gut. Es geht nur um Ruhm und Ehre, nichts anderes. Ja. Und trotzdem bist aufgeregt, bist nervös. Reifen schleifen, oh, ich krieg sie nicht hin. Katastrophe. Aber es macht halt irgendwie viel Spaß. Gut, dann nächste Station wird für dich jetzt sein, technische Abnahme. Hier sehen wir das Brett, Schraubendreher, Innensechskant nimmst du mit. Jawohl. Technische Abnahme zeigt mir dann noch. Und dann wünsche ich dir mit deinen 3 Autos viel Erfolg. Viel Erfolg. Und wir begleiten dich über den Tag und denken, wir stellen dir ab und zu mal eine Zwischenfrage. Oh, immer gerne. Doch. Gut, viel Erfolg. Bis nachher. Die nächste Station, die wir uns anschauen, ist hier die technische Abnahme. Karl ist mit seinen 3 Autos hier bei der technischen Abnahme und unser Kommissar ist der Michi. Das ist es. Michi, den wir gestern erwähnt haben, 2. Organisator neben dem Peter. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was passiert. Also legt mal los. Wie läuft eine technische Abnahme ab? Ich krieg die 3 Fahrzeuge mit einer Fahrzeugliste, welche er fährt, in der Gruppe 2, in der Gruppe 4 und in der Gruppe 5. Als erstes, die Fahrzeuge werden bei uns immer offen zur Abnahme gebracht. Ich kontrolliere die Reglementsdaten. In dem Fall dann Startnummern, Spiegel, Scheibenwischer, Auspuff, der muss vorhanden sein. Wir brauchen die Felgeneinsätze in den Fahrzeuge drin. Das ist mal die erste optische Kontrolle. Somit hat das Fahrzeug schon mal diese 5 Punkte, Zusatzpunkte bekommen. Danach geht es weiter. Beim Schwarzlicht wird der Reifen kontrolliert. Man muss richtig sehen, das ist dieses fluoreszierende Mittel. Das sind die speziellen Reifen, die man auch bei uns bekommt. Somit erkennen wir die. Dann gehen wir weiter zur nächsten Station. Dann die Fahrzeuge gewogen. In der Gruppe 4 brauche ich eben diese 140 Gramm Mindestgewicht. Mit 143 ist er perfekt drin. Der Deckel muss 40 Gramm haben. Ja, 60 Gramm, das passt da auch. Dann werden die Reifengrößen gemessen. 23 passt. Mindestbreite passt auch. Hinten braucht der Gruppe 5 25. Das passt auch. Spurbreite ist 85. Sind wir auch locker drin. Somit darf der Karl seinen Deckel schon mal draufschrauben. Wenn der draufgeschraubt ist, wird noch die Bodenfreiheit gemessen, ob wir 1,0 mm mindestens haben. Und da zählt aber auch die Karosserie dazu. Sonst normalerweise misst man nur das Fahrwerk, aber die Karo muss ja auch diese Mindestbodenfreiheit an allen Stellen haben. Und das Gleiche machen wir dann mit den anderen ganzen Gruppen auch. Und dann geht das Auto in den Parc Fermé, wo er dann nicht mehr berührt werden darf bis zum Rennstart.
das erste Auto. Wir haben bei der Gruppe 2, wenn wir da weitermachen, eine Besonderheit, da kontrollieren wir das auch mit den Auspuff, Startnummern etc. Und Gruppe 2 GFK-Deckel haben bei uns ein sogenanntes Strafgewicht, weil die ja viel leichter sind wie Kunststoffdeckel. Und dieses Strafgewicht ist für diese Autos definiert mit 2,5 Gramm und manche Karosserien brauchen 5 Gramm. Und da müssen wir eben gucken, dass die auch wirklich drin sind. Weil sonst hätte der natürlich performancetechnisch einen riesen Vorteil, weil der GFK viel leichter ist. Und die Position von dem Trimgewicht ist Motorhaube? Vorgegeben Motorhaube. Okay. Wir haben Fahrzeugbauer, die bauen ihre Fahrzeuge wirklich aufs 100 Gramm genau, aber die meisten gehen drüber, weil Masse einfach was ist, wo auch ein bisschen ist. Irgendwann würden sie aber zu schwer, muss man sagen. Und wie ist es mit dem Raddurchmesser? Wird er auch nah ans Limit gebaut oder ist da ordentlich Puffer? Vom Reifendurchmesser wird eigentlich alles gefahren, von zu groß bis haargenau. Man muss halt dann mit der Übersetzung wieder spielen, dass man diese, zum Beispiel auf der langen Geraden, die Geschwindigkeit dann herkriegt man mit so kleinen Reifendurchmesser. Aber eigentlich so die Ding sagt, so 1,5 mm sind die meisten größer wie der Mindestdurchmesser. Mhm. Bei den Vorderrädern ist es dann eher schon ziemlich ans Minimum hin, um einfach diese rotierende Masse so gering wie möglich zu halten. Und ihr kontrolliert ja nach dem Rennen auch nochmal den Reifendurchmesser. Jetzt, wie ist da der Erfahrungswert? Wie viel verliert man vom Umfang her? Oder wie viel würdest du da als Puffer draufbauen bei einem Reifen, den du jetzt an einem Renntag einsetzen würdest? Bei einem Sprintrennen so wie heute reicht 0,1 locker. Das nimmt er nicht einmal ab. Also dir nehmen die fast nichts ab. Langstreckenrennen wird es dann schon kritischer. Okay. So, wo waren wir jetzt? Ich gucke halt nochmal, ob alles so passt. Bei der Abnahme darf er noch nacharbeiten, aber sobald das Auto hier das verlässt, was ich nicht mehr im Blick habe, ist absolutes Verbot, an die Fahrzeuge zu gehen. So, ich habe noch eine zweite Stimme hier. Arnim, vielen Dank, dass du uns mal mit Rat und Tat jetzt zur Seite stehst. Die Frage an den Arnim ist, wie hast du dich jetzt vom Training zum Rennen hin vorbereitet? Also was hast du nach dem letzten Trainingslauf gemacht, um dich fürs Rennen dann vorzubereiten? Ja, also wenn ich das Auto jetzt hier nehmen würde, für das Rennen vorbereiten, dann mache ich den jetzt erstmal auf. So, das ist das Fahrwerk. Die Karosse ist soweit in Ordnung, passt alles. So, und was ich eigentlich jetzt noch mache, man sieht, das ist schon ein bisschen schmutzig vom Fahrstaub. Den würde ich dann eventuell noch entfernen und dann gucke ich mir erstmal von unten an und sehe also die Schleifer, die kann man nochmal sauber machen. Die sind aber schon ganz schön verbraucht, also die würde ich austauschen. Mhm. Dann würde ich natürlich, bevor ich das Fahrzeug dann fürs Rennen nehme, nochmal alle Schrauben nachziehen oder zumindest prüfen, ob sie alle fest sind. Mhm. Nicht, dass mir nachher das Ding kaputt geht oder sich eine löst, weil das ist gefedert hier, das Chassis. Schaue nochmal von der Seite und sehe jetzt direkt, aha, hinten bin ich ein bisschen tief. Da müsste ich dann gegebenenfalls nochmal das einstellen. Also ich habe jetzt eine Unterlage, ich fahre mit 1,5 mm Bodenfreiheit. Die Leere lege ich dann einfach unten drunter. Sieht man dann, Räder sind in der Luft. Geh dann einfach hinten einen Achshalter ran. Okay, und das Programm, das sich jetzt hier abspielt, ist dein Ritual praktisch. Genau. Nach dem Training nochmal alles durchchecken. Und vor dem Training jetzt, war das Auto in deinem Slotkoffer so mit dem Zustand vom letzten Rennen oder bist du da unter der Zeit auch gefahren? Nee, das habe ich einfach in den Koffer gepackt. Okay. Hergekommen. Das erklärt auch, warum man zu tief war gerade. Genau, ja, weil das sind jetzt auch keine Rennreifen, sondern Trainingsreifen. Ja. Die Rennreifen sind noch ein bisschen größer am Durchmesser, weil mit diesen Reifen fahre ich nicht mehr so viel, aber fürs Training reicht es, um zu wissen, läuft das Auto, läuft es nicht. Und ich bereite die Reifen natürlich dann vor dem Training kurz vor, schleiche sie kurz an und fahre dann damit und sehe dann das Ergebnis. In diesem Fall ist es halt so, ich habe ein schnelleres Auto dabei gehabt, also werde ich mit diesem jetzt kein Rennen fahren. Mhm. Aber das sind so die normalen Rituale. Jetzt kann ich nämlich nochmal gucken, ob keine Luft unter den Reifen ist. Der Bodenabstand passt jetzt. Ja, und jetzt würde ich mir die Reifen vornehmen, also wenn ich mit denen jetzt Rennen fahren würde, dann würde ich sie jetzt beide runternehmen und würde dann erstmal kurz prüfen, wie viel habe ich überhaupt noch, wie viel Fleisch. Das kann man grob mit einem Messschieber machen. Also der ist jetzt hier bei 25,5. 25 sind erlaubt, also ich kann noch ein bisschen Material runternehmen und würde dann,
weil die Reifen nicht unbedingt einen Rundlauf haben, dann auf die Schleifmaschine nehmen. Ich arbeite meistens mit einer Hoodie, mache sie drauf, schleife dann ungefähr ein Zehntel runter, damit wieder Rundlauf gegeben ist, kann ich mir dann angucken. Und danach poliere ich die Reifen. Okay, und das Polieren, das können wir vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Wie gehst du da vor? Was verstehst du unter Polieren eines Reifens? Also wie gesagt, normalerweise erstmal Rundschliff, bis man, wenn man dann auf der Reifenschleifmaschine ist, guckt man den Reifen sich einmal an, sieht, okay, da ist überall Material runtergenommen worden, man sieht die Schleifspuren. Und dann mache ich das eigentlich so, dass ich die Hoodie dann umdrehe vom Umlauf des Reifens. Ja. Also sprich in die gegengesetzte Richtung laufen lasse, damit der Reifen von mir weg ist. Und gehe dann mit vier verschiedenen Schleifpads rüber. Ich hab da so kleine Aluprofile, wo ich das aufgeklebt habe. Fange mit 240er Körnung an, gehe fünfmal rüber. Dann gehe ich mit 400er Körnung dreimal rüber, mit 800er Körnung noch mal dreimal. Und dann mit der 1200er Körnung das letzte Mal, auch dreimal. Und dann gehe ich mit einem Abralon-Pad, das ist so ein Schleifpad, ein textiles Schleifpad, mit 4000er Körnung, gehe ich dann noch mal fünfmal rüber. Und das ist eigentlich alles. Okay. Manchmal gehe ich noch ein bisschen mit Wasser drauf, um halt zu sehen, wie glatt die Oberfläche wirklich ist und gehe dann auch nochmal mit dem Abralon gleich drüber. Sehe dann halt zu, dass wirklich überall alles glatt ist und schön rund ist. Mhm. Ja, und dann wird die Karosse nur draufgesetzt, weil bei der Abnahme muss ich wieder alles auseinanderbauen und gehe damit zur Abnahme. Perfekt, wunderbar erklärt. Ritual jetzt an dem Auto erklärt, ist nur ein Auto, das jetzt nicht zum Renneinsatz kommt. Dein richtiges Auto, an das kommt man nicht mehr ran, gerade steht im Parc Fermé. Genau. Du hast jetzt gleich deinen Lauf, Gruppe 5. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Hau rein und wir sehen uns nachher. Jo, alles klar, dankeschön. Nach der technischen Abnahme kommen die Slotcars in den sogenannten Parc Fermé. Dort dürfen sie jetzt nicht mehr angefasst werden, nicht mehr verändert werden bis zum Rennstart. Wir holen uns jetzt gleich noch den Michi dazu. Wir fragen ihn mal, wie die technische Abnahme gelaufen ist. Die hier sind jetzt alle durchgekommen. Es sind jetzt alle hier im Parc Fermé. Aber wir fragen mal, ob es irgendwelche Probleme gab. Michi ist jetzt hier mit dabei. Michi, wie ist die technische Abnahme gelaufen? Technische Abnahme ist soweit gut gelaufen. Ein paar kleinere Beanstandungen haben wir gehabt. Die Leute mussten halt dann ein bisschen nacharbeiten. Gewicht, Bodenfreiheit, Reifenbreiten hatten wir auch. Die haben es alle nachgearbeitet und somit sind wir jetzt mit der technischen Abnahme fertig. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert als geplant. Was heißt ein bisschen länger? Ja, wir sind eine halbe Stunde schon fast drüber gekommen. Was heißt drüber? Über was? Was ist so das Ziel gewesen? Eine Stunde ist eigentlich unser Ziel, wobei 54 Autos abnehmen ist schon viel Arbeit dann. Und jetzt läuft es, glaube ich, schon fast auf 2 Stunden raus, oder? Ja, eineinhalb sind wir knapp drüber. Okay. Aber es sind dann alle durchgekommen mit der Nachbesserung und Rennen kann dann gleich losgehen. Kann jetzt dann gleich losgehen. Startaufstellung ist schon ausgeschrieben und ja, dann fangen wir mit der Gruppe 4 an. Okay, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. So, wir sind nochmal in der Küche, jetzt ist was aufgebaut hier, die ersten Kuchen stehen da, dass man natürlich bis zum Mittagessen nicht hungern muss, haben wir hier schon mal 3 Torten stehen. Hier hinten, der Thomas ist am Kochen. Thomas, was gibt's nachher? Eine Gulaschsuppe mit Nudeln. Perfekt. Für wie viel Mann kochst du da hinten gerade? 20 Mann ungefähr. Okay. Perfekt. Und ich weiß, dass es der Thomas gut hinbekommt. Er hat es schon öfters gemacht und es schmeckt auch immer gut. Also wenn euch Slot Racing nicht interessiert, dann kommt zum Essen vorbei nächstes Jahr. Auch eine Möglichkeit. Und dann infiziert ihr vielleicht euch doch mit dem Slot-Virus. Wir sind jetzt alle beim Mittagessen. Wir nutzen die Zeit aus, essen selber nichts und schauen uns einfach mal hier den Schrauberraum an und gehen mal durch die einzelnen Plätze durch. Der Slotkoffer ist jetzt hier zu. Hier ist auch noch ziemlich wenig los. Hier war wohl das Problem Schleifer. Wir gehen weiter, sehen hier einen selber gebauten Slotkoffer aus so einem metallähnlichen Koffer gebaut mit Beleuchtung, Schleifmaschine, Netzteil daneben. Dann haben wir hier einen der größten Slotkoffer, der gerade im Raum steht, mit integriertem Netzteil hier unten. Dort ist die Schleifmaschine angeschlossen und man sieht hier, sieht schon fast aus wie in einem Operationssaal. Oben die Schraubenzieher, Zangen, alles ganz ordentlich eingebaut. Nächster Slotkoffer sieht auch wieder, ist ein Kunststoffkoffer, könnte aus dem RC-Bereich sein, der hier dann im Slotbereich eingesetzt wird. Aber mehrheitlich zu sehen, Slotkoffer aus Holz, die beiden hier noch. Das ist so der klassische Holzkoffer, meistens Eigenbauten oder in irgendwelchen kleinen Serien hergestellt. Der ist noch interessant, der ist in einer kleinen Obstkiste drin. Man sieht hier noch seitlich die Griffe, also ein kompletter Eigenbau dieser Slotkoffer. Hier ein Slotkoffer, auch ziemlich verbreitet, gibt es so fertig zu kaufen. Und wir kommen dann hier wieder zu den klassischen Formen, die ja hier schön gepimpt. Einmal mit Vitamin C für den Fahrer und mit Beleuchtung. Sieht sehr schön aus, man hat dann halt schönes Licht hier beim Reifenschleifen. Das ist sehr schön aufgebaut. Daneben eine Werkzeugkiste, umgebaut als Slotkoffer.
Und wir kommen dann wieder zu einem Holzkoffer mit zwei Seitentüren. Dort sind die ganzen Geheimmittel verbaut, verschiedene Öle. Man sieht hier verschiedene Schleifblättchen fürs Hochpolieren des Reifens auf der Reifenschleifmaschine. Auch wieder hier unten eine kleine Beleuchtung eingebaut. Da hat man wirklich, das ist eine tolle Idee, in den Slotkoffer einfach eine Beleuchtung mit zu integrieren, damit man hier beim Schleifen auch perfektes Licht hat. Und das letzte Slotkoffer, beziehungsweise die beiden letzten, auch sehr groß und geräumig, auch mit Beleuchtung, mit integrierten Netzteilen und die Schleifmaschine im Vordergrund. Hier ganz wichtig noch zu sehen, der Spruch auf der Reifenschleifmaschine. Jetzt wisst ihr, was hier das Hauptthema ist. Wir sind jetzt kurz vorm Rennstart. Ich bin mal rausgegangen aus dem Clubraum. Ich möchte jetzt niemanden stören in der Konzentrationsphase. Es ist ja ein Wettkampf. Natürlich sind die Autos klein, aber die Emotionen und die Konzentration, die ist echt so wie im großen Motorsport auch. Deswegen nochmal raus. Wir gehen jetzt rein. Dann filmen wir ein paar Szenen. Dort werden wir jetzt nicht groß reden und die Fahrer auch nicht ansprechen. Wir zeigen euch einfach Szenen aus den verschiedenen Rennen, aus den Rennklassen Gruppe 2, Gruppe 4, Gruppe 5. Schneiden die zusammen, sodass ihr einen Eindruck habt, wie so ein Renntag abläuft. Also, ich bin ruhig und wir gehen jetzt zu den Rennen. So Peter, wie geht's dir? Rennen sind vorbei, drei Rennen heute auf dem Programm bei dir gewesen. Wie geht's jetzt gerade? Erleichtert, dass es vorbei ist. Bin fix und alle, die Nacht war definitiv zu kurz. Ja. Erwartungen zu zwei Drittel erfüllt. In der Gruppe 4 Starter bin ich 9. geworden. Gruppe 2 bin ich 8. geworden. Und mein, wo ich gedacht habe, da bin ich richtig gut, leider nur zum 14. gereicht. Mhm. Und das von 18 Leuten. Einstellig wollte ich werden, zweimal einstellig geschafft, passt. Bisschen verpokert mit den Reifen. Ich hab, 3 Minuten pro Spur war mir persönlich definitiv zu kurz. Ich habe immer so eine Minute, eineinhalb gebraucht, bis ich in der Spur drinnen war. Ja, im ersten Rennen bin ich 4-mal abgeflogen, 3-mal, 2-mal abgeflogen. Ja. Kostet viel Zeit. Einsätze ein bisschen Pech gehabt, wenn ich nicht abfliege, brauche ich keinen Einsatz. Also meine eigene Schuld. Ja. Darf ich nicht dran rumlästern. Unterm Strich war es ein irre geiler Tag, hat wie immer Spaß gemacht, obwohl wir alle durch die Bank fertig sind. Langer Tag, wir haben heute ziemlich lang gebraucht, überraschend lang, hat ein bisschen länger mit der Abnahme gedauert, 54 Auto war ein bisschen lang, aber es hat gepasst. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Ja, sehr schön zu hören. Ihr seid ja bald wieder zu Gast. Was heißt bald? Ein paar Monaten ist es ja schon. Ja, wir haben ja immer zwei Rennen aus der Tradition raus in Wendelstein. Und da sind wir wieder, fahren wir aber dann in die andere Richtung. Jawohl, aber gleiche Bahn. Gleiche Bahn natürlich, logisch. Ja. Jo. Gut, dann würde ich jetzt trotzdem noch ganz kurz in der Wunde bohren, dass wir ein bisschen lernen können. Du hast jetzt zwei Ursachen genannt, warum es nicht so gelaufen ist. Einmal beim Reifen verpokert. Nur, dass wir für alle erklären, was hast du da jetzt genau verpokert oder was hättest du aus der jetzigen Sicht anders gemacht in Bezug auf den Reifen? Also bei der Gruppe 5 war es definitiv so, ich bin mit dem Auto Training gefahren und habe die Reifen nicht mehr richtig frisch super aufpoliert. Ich habe etwas zu wenig Grip gehabt. Der hat ungefähr 1,5 Turns, hat der Grip gehalten, da hat er abbaut. Im Nachhinein weiß ich dann immer, ich habe nach dem Training den Reifen zu wenig wieder runtergeschliffen. Ich habe auf Deutsch gesagt, so kleine Huckelchen drinnen gehabt. Die Oberfläche dann poliert und dann kommen die Huckelchen ohne Grip und dann ist es durch. Das habe ich verpokert und 4-mal zu fliegen ist definitiv zu viel. Okay, und das definitiv. Fliegen, technische Ursache oder Finger und Kopf? Muss zugeben, Finger und Kopf. Ja, wir verraten es ja niemandem, wir sind ja hier im Geheimen. Es ist Finger und Kopf, weil die Autos schon toll abgestimmt sind. Meine vermeintliche Geheimwaffe, der ist wieder gegangen, aber ich wieder, ist halt so.
Mehr schlafen das nächste Mal. Unbedingt, unbedingt. Und vielleicht zu Hause ein bisschen mehr vorbereiten, noch mehr vorbereiten. Aber kriegen wir schon. Ich freue mich schon drauf. Jetzt geht es nach Hause. Tag ist zu Ende. Wir haben viel erfahren über die Gruppe 245, sind im Mai hier wieder zu Gast. Wenn euch das Thema interessiert, wie angekündigt, nehmt einfach Kontakt mit uns auf, mit dem Peter direkt. Discord, da ist er vertreten, Benutzername Piwi, schreibt in die Kommentare oder uns per E-Mail. Wir sehen uns. Peter, danke für den schönen Tag hier. Hat Spaß gemacht. Viel erfahren über die Gruppe 245 und wir sehen uns spätestens im Mai. Jawohl, ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Ciao.